Und ja, jetzt. So, ein herzliches Willkommen zurück zu Knoppix Version 8.0. Nein. Zu Brutal Doom Extermination. Nein. Doom for Doom Extermination Day. Nein. Doom for Doom Back to Saturn X2 Map 16. Der Map. Without mercy. Ja. Bitte einmal immer gib. So. Sieht erstmal friedlich aus. Das geil aus. So, wir müssen gerne so einfach. Keine Items, kein nichts, kein gar nichts. Hallo? Ach, wie... Ja... Okay. Okay. Langsam verstehe ich auch, warum man bei der Map nicht immer gleich von Anfang an überall hinkommt. Weil die Map ist gar nicht dazu da, um sie komplett zu erkunden, sondern ist quasi so wie ein... Ja, kennt man vielleicht Leute, die die Hexen gespielt haben. Und bei Heretic war das, glaube ich. Ne, bei Heretic war das noch nicht. Ne, aber für Leute, die Hexen gespielt haben, das hier soll quasi so eine. Ja, so eine Hub-Map sein. Also quasi so ein Punkt, wo man immer wieder hinkommt, wo man praktisch ja, zwischen den Welt reisen kann, quasi. Wie gesagt, derjenige, oder diejenigen, die Hexen kennen, die kennen das System, weil bei Hexen ist das nämlich regulär im Spiel mit enthalten. In Doom natürlich nicht und sie haben es hier dann halt dementsprechend versucht nachzubacht. Geile Kacke. Dementsprechend natürlich versucht nachzubilden. Ah, wow. Na, schau meine an. Und jetzt in dieser Version der Map funktioniert auch der Schalter auf einmal gleich von Anfang an. Ist das witzig. Ja. Das heißt also, das ist tatsächlich eine Map, die gar nicht, wie gesagt, zum Erkunden gedacht ist. Und wir haben vorhin, also letztens, komplett versucht, hier alles zu erkunden. Ist ja schon ein bisschen peinlich. So, können wir mal gucken, was, wo wir jetzt, wo es hier lang geht. Hier ist immer noch gesperrt. Aber das müsste doch jetzt das Ding sein. Wo wir letztens von der anderen Seite. Genau. Ja, das ist das Ding, wo wir letztens von der anderen Seite versucht haben durchzukommen. Und jetzt sind sie quasi schon durch. Okay. Ja, hier genauso. Hey, das sieht schon geil aus. Vor allem diese voll chillige Musik im Hintergrund. Ah, genau, da waren wir. Da drinnen waren wir und haben die Brücke hier von außen gesehen, quasi. Wow, da bin ich gar nicht mehr. Ich bin in einem nicht gelisteten Abteil der Welt. Wow. Okay, sieht geil aus. Guten Tag, Ihre Bestellung bitte. Sind richtig getreten. Ach, von hier kommt man auch an. Okay. Genau, von da kamen wir gerade. Ah, ja, das ist auch wieder die Tür, die wir von außen versucht haben zu öffnen. Siehst du, so schließt sich der gesamte Kreis. Ist ja auch nett. So, genau, von hier kamen wir gerade. Ja. Das heißt, wir müssen, wie gesagt, in die Richtung hier weiter. Hier sind zwei Kerzen, hier sind noch mehr Kerzen.
Soll das quasi die Raumheizung sein oder was? Ein bisschen wenig, denke ich mal, für so ein Riesengebäude. Aber gut. So, hier ist ein Exit. Das heißt, wenn ich hier lang gehe, müsste ich auch zu einem Exit kommen. Genau. Die Frage ist, was ist in der anderen Tür? Nee, hä? Genau, wir sind gerade da lang gelaufen und die Frage ist, was ist hier? Hä, bitte? Achso, das ist gar nichts. Wow. Ja, das ist natürlich, wow. Ja. Okay. Er kommt her. Voila, Walter. Nice, nice. Ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Wobei die Textur irgendwie ganz schön komisch aussieht. Das sieht halt ultra gekächelt aus. Finde ich jetzt nicht so geil. Ah ja, was soll's. Wenn man so guckt, sieht schon gleich viel besser aus. Da hinten der Turm. Da geht's also definitiv auch noch hin. Also die Map hier ist besonders geil, muss man schon sagen. Ganz gut, dass sie genau diese Map hier als Hub-Map ausgewählt haben oder die wahrscheinlich auch extra deswegen so komplex designt haben. Ich will hinten zu dem Gebäude, aber ich weiß genau, dass ich da jetzt gerade noch nicht hin kann. Ist da was? Ach, ist doch gar nicht Teil der Welt. Nee, hier kommt man also später gar nicht hin. Ja, ist auch alles komplett ohne die Servumster. Fly. Ma. Schade, ich dachte, dass hier nicht mit ohne was abgeht. Weil es halt auch so geil aussieht hier. Nice. Na gut, dann ja. Nein, das wollte ich nicht. Das Schiff möchte. Also. Normalerweise müsste der Teil hier transparent. Also, normalerweise sieht man hier an der Stelle den Himmel durch. Ne? Weil, wenn man diese Textur verwendet, dann ersetzt es die Engine halt mit dem Himmel. Aber dadurch, dass das nur gilt, wenn da drüber oder da drunter auch Himmel ist und hier drüber ist halt Übergang, ne? Hier geht es ja weiter, hier hinten geht es ja weiter. Und da drunter ist halt hier das Schwarze, deswegen gibt es halt hier an der Stelle nirgendwo Himmel. Und dementsprechend wird ja auch kein Himmel gerendert, sondern halt die Himmeltextur als Textur. Nö. Schade, kriegt man ja auch keinen. Na gut, komm, dann verlassen wir mal die Welt. Genug rumgespielt. Das sieht schon echt geil aus, denken. Gut. Was? Yay! Muss ich das jetzt verstehen? Warte. Also normalerweise müsste ich jetzt. Soll ich an der Stelle sterben und damit den Map verlassen oder was? Ich bringe mich mal ganz kurz selber um hier. Das dauert aber. Warum dauert Selbstmord so lange? So, und jetzt gucke ich mal ganz kurz. Ja. Das geht jetzt aber auch nicht weiter. Also irgendwas verpasst ihr nicht so ganz. Tower of the Fontaine of Sparks. Ja gut, dann müssen wir uns mal wieder bis manuell Map 16C.
List Maps. Es ist einmal eine Map 16 und eine Map 16C. Was ist der Unterschied? Ich gehe mal ganz kurz hier direkt in Map Change Map Map 16. Genau, sind wir auch wieder hier. Rennen wir noch mal jetzt von hier aus zum Ausgang. Die Map ist auch genau gleich. Halt, wo müssen wir? Wo müssen wir hin? Da lang. Mal gucken, ob das Exit in dieser Map funktioniert. Aber warum gibt es denn von der Map zwei verschiedene Varianten? Also so ultra dunkel hier. Digga, Speedrunner. We are America! So, hier sind wir wieder hier. Das war doch so früh. Na komm, mach ihn. Danke. Geht auch nicht. Okay, komm, dann. Wenn das so nicht geht, dann verlassen wir die Map halt manuell und hoffen mal, dass die nächste Map Map 17 ist, was ja eigentlich sinnvoll, also logisch ist. Wenn das halt anders nicht geht. So. Easy. Gut, in dem Sinne würde ich dann mal sagen, ja, schau mit V. So viel zu Map 16 beziehungsweise Map 16C, wofür auch immer, warum auch immer die Map zweimal vorhanden war, ich habe keine Ahnung. Ja, in dem Sinne, bis morgen, schau mit V.